ich möchte dir einmal zeigen, wie du die Autosynchronisation in Lightroom aktivierst. Denn ich habe dir schon mal gezeigt, wie du die Einstellung von dem einen Bild auf das andere übertragen kannst. Aber das Ganze funktioniert zum Beispiel auch automatisch. Das heißt, du bearbeitest ein Bild und alle anderen Bilder, die zum Beispiel mitmarkiert sind, werden mitbearbeitet. Und das funktioniert ganz einfach. Wenn du hier bei Synchronisieren einmal diesen Schalter umlegst, dann wird aus Synchronisieren automatisches Synchronisieren. Und wenn ich jetzt hier Veränderungen vornehme, ich hält es zum Beispiel mal auf, dann siehst du, dass diese Einstellungen automatisch auf die anderen Bildern mit übertragen werden.